Herzlich willkommen zur neuen Episode. Und zwar geht es selbstverständlich um die Thematik, die natürlich die meisten beschäftigt, meine Freunde. Nicht nur den Lockdown selbst, sondern natürlich, wie sieht's aus in Bezug auf Training und Ernährung? Natürlich auch so ein bisschen die Maskenthematik, ne? Also, ach, im Prinzip möchte ich ja gar nicht zu lange drauf rumreiten. Eigentlich habe ich da schon alles zu gesagt, was, ich glaube, vorletzten Post war es. Der Kaffee-Post mit Bloody Good Coffee von 19 Grams. Schönen Grüße an der Stelle. Das Lieblingscafé meinerseits hier überhaupt am Alexanderplatz. Also, nur noch mal ganz kurz, um dieses Thema anzuschneiden. Ich bin niemand, der sich irgendwie großartig da reingelesen hat, wie was ist. Ja, ich hab nichts selbstständig recherchiert. Ich habe in keinster Form irgendwelche Studien geprüft. Ich lese nicht alle News oder sonst irgendwas. Aber ich wäre der Letzte, der irgendwie jemanden dazu rät, zu sagen, mach doch einfach alles, wie du denkst. Wird schon richtig sein, wie du jetzt deine Maske trägst oder nicht. Das ist doch dir überlassen. Das würde ich niemals so sagen. Und das ist hauptsächlich dadurch bedingt, wie krass das gewichtet ist. Wenn jemand jetzt sagt, das ist alles Schwachsinn, das ist alles Scheiße, ich glaube an Verschwörungstheorien, oder das bringt doch alles nichts. Ich glaube schon, dass es Corona gibt, aber die Maske, die schützt da gar nicht. Wenn es jetzt nicht Professor XY sagt, der sonst wie krass das erforscht hat, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn Otto Normalverbraucher XY sich so entscheidet? Denn gefährdet er unter Umständen andere Menschen, weil er vielleicht selbst krank ist, andere ansteckt, das nur weitergibt und selbst nicht so doll erkrankt ist, wie auch immer. Und wenn er recht hat und aber eine Maske trägt, dann hat er im schlimmstenfalls eine Maske unnötig getragen. Auf der anderen Seite hat er aber vielleicht dazu beigetragen, die Krankheit weiter zu verteilen und das Ganze noch schlimmer zu machen, als es sowieso schon ist. Das heißt, auf der einen Seite der Waagschale haben wir, okay, das ist alles scheiße und ich mache das, wie ich will. Ich trage die Maske nur auf dem Kinn oder nur auf dem Mund oder nehme sie so oft wie möglich ab und mache in der Freizeit, was ich will, weil ich glaube, das passiert eh alles nicht. Und wenn ich die Maske doch trage, dann um Himmels Willen, dann habe ich eine Maske unnötig getragen. Während auf der anderen Seite das ist, ich habe die Möglichkeit, mit so einer einfachen Maßnahme das Ganze bestmöglich einzudämmen, plus auf der anderen Seite meine Kontakte zu beschränken und Teil davon zu sein, dass eine weltweite Pandemie bestmöglich gestoppt oder sogar verhindert wird. Ja? Und das ist doch eigentlich super, super einfach. Das heißt, unabhängig von dem, was man selbst denkt, kann man mit einem so einfachen Mittel da dagegen wirken. Versteht ihr, was ich meine? Und daher will mir das einfach nicht in den Kopf, wie krass einige Leute reagieren, was das betrifft, wie sehr teilweise die Menschen eskalieren, wenn sie angesprochen werden, auch wenn man die nur nett und freundlich anspricht. Ich erzähle ja auch teilweise so in den Stories so, was so in den Bahnen passiert und so. Berliner S- und U-Bahn und so weiter. Aber gut, darum soll es jetzt wirklich nicht gehen. Das nur noch mal ganz kurz dazu meine Meinung. Wichtig ist natürlich, wie ist es jetzt im zweiten Lockdown, wie ich euch helfen kann, was ganz basic-mäßig natürlich Training und Ernährung betrifft. Ihr habt es vielleicht schon in der Story von Profuel heute gesehen, wo ich ganz kurz darauf eingegangen bin, wie aus meiner Sicht das gehandhabt werden sollte, vor allem natürlich auch, wenn wir an den ersten Lockdown zurückdenken. Gibt Essen hier, meine Freunde. Essen wir noch richtig nachher? Die Pfannen, wollen wir die nicht noch machen? Willst du kurz ein, zwei Worte sagen? Weil du hier so schön im Bild bist. Dreh dich mal um und sag mal Hallo. Nein, meine Haare sind ganz durchwühlt. Ich komme gerade aus dem Bett. Das sieht man so auch gut. Und ich bin froh, dass ich mich jetzt auf die Couch setzen kann.
Also wenn du gar nicht zu sehen sein willst, dann kannst du aus deiner Sicht noch ein gutes Stück. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist ein Ja, also guck mal, wenn ich so sitze, dann fehlt nur ein Zentimeter, den du rüberrutschen musst. Ich rutsch runter. Ach so. Hier runter. Also, meine Freunde, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Keiner sollte sich beschweren, dass jetzt die Fitnessstudios geschlossen haben und es kein Equipment zu Hause gibt, weil man nicht Bodyweight-mäßig trainieren möchte und man irgendwie Kurzhanteln, Widerstandsbänder, Terra-Bänder, TRX-Bänder oder sonst irgendwas braucht. Denn daraus sollte jeder im ersten Lockdown gelernt haben. Im besten Fall hat jeder da versucht, sich schnellstmöglich irgendwas zu holen, was in Richtung Kurzhantelset oder ähnliches geht, wenn er sagt, ich will nicht nur joggen gehen, ich will nicht nur Bodyweight-Training zu Hause machen oder ähnliches. Oder man hat danach gesagt, oh Mann, wenn nochmal so eine Situation kommt, dann bereite ich mich jetzt aber vor und kaufe mir einfach für 30, 40 € ein Kurzhantelset bei Amazon. Denn jetzt haben wir tatsächlich den zweiten Lockdown und auch wenn es nur 4 Wochen sind, sollte jetzt keiner sagen, oh, okay, Beine jetzt komplett hochlegen, pausiere ich einfach mal 4 Wochen komplett mit dem Training. Ernährung ist jetzt eigentlich auch egal. Ich kann vielleicht auch hier und da mal was trinken. Und dann passt es schon. Wenn jemand das machen sollte, dann kann er in diesen 4 Wochen fast alles vergessen, was er irgendwie in den letzten Monaten und vielleicht sogar länger erreicht hat in Bezug auf seine Figur. Egal, ob das Muskelaufbau ist, ein Abnehmziel oder ähnliches. Das heißt, im besten Fall behält jeder, der regelmäßig im Training war, seinen Trainingsrhythmus bei und findet einfach nur einen Weg, neue Reize zu setzen. Ja, wenn man wirklich jetzt, ich sag mal, auch wenn es nur ganz basic-mäßig im Fitnessstudio war, zweimal die Woche, hallo, guten Abend, zweimal die Woche richtig trainiert hat mit Gewichten, mit einem vernünftigen Trainingsplan und sich jetzt denkt, oh Mann, ich habe kein Equipment zu Hause. Kann ich jetzt nur Bodyweight trainieren? Nee, das ist doch nicht das Gleiche. Das ist tausendmal besser, einen sinnvollen Bodyweight-Trainingsplan zu Hause zu machen, als jetzt über 4 Wochen komplett zu pausieren. Über 2 Wochen könnten wir noch reden. Da würden wir von einer klassischen Dekonditionierung sprechen, wo der Körper aus dem Training mal richtig resettet, richtig mal runterkommt und danach mit neu gewonnener Kraft, mit neu gesammelter Energie wieder einsteigt. Über 2 Wochen wird das problematisch, vor allem wenn wir von 4 Wochen sprechen und vor allem wenn der Lockdown vielleicht sogar noch länger gehen sollte. Was ist denn, wenn es Ende November auf einmal heißt, ja, es geht in die richtige Richtung, aber es hat noch nicht gereicht, wir müssen den Dezember noch hinten ranhängen. Dann steht ihr nach 4 Wochen da und denkt euch, oh, scheiße, ich dachte, jetzt geht's wieder los, ich wollte im Dezember jetzt wieder richtig starten und jetzt ist es nochmal ein Monat. Spätestens dann haben wir ja die Situation, die jetzt gerade ist und ihr dann auf einmal euch Gedanken machen müsst, wie könnt ihr diesen Ausfall wieder abfangen. Und deswegen, ganz, ganz wichtig, macht euch spätestens jetzt Gedanken. Wir haben jetzt den Anfang der ersten Lockdown-Woche. Es ist jetzt erst Dienstag und von daher guckt mal, ob ihr online einen Trainingsplan findet, mit dem ihr euch irgendwie arrangieren könnt, ja? Dass ihr nicht gar nichts macht, dass ihr nicht nur walken geht, dass ihr nicht nur joggen geht, dass ihr irgendwas macht, was die Muskulatur weiterhin anspricht. Bestenfalls, wie gesagt, natürlich mit zusätzlichem Equipment. Aber auch Bodyweight-Trainingspläne können in einem Maß fordern, wie ihr es vielleicht noch nie in dieser Form erlebt habt. Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ich kann auch gerne Bodyweight-Trainingspläne zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt kein Problem. Und selbst wenn das irgendwie nicht gehen sollte, was ich nicht glaube, aber theoretisch, im ersten Lockdown war es ja so, dass Familien Kinder zu Hause hatten, weil Kitas und Schulen geschlossen waren, mit denen irgendwie Unterricht machen mussten, sie irgendwie beschäftigen mussten, teilweise selbst noch Homeoffice machen mussten, da ist mir schon klar, dass man dann nicht unbedingt täglich Zeit findet für ein regelmäßiges Training. So ist es jetzt aktuell nicht, aber nehmen wir mal diese Situation in der Theorie an, dass es irgendwas gibt, aus welchem Grund man, das wäre mega von dir, wenn du das machst. Ja, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Danke für den Kommentar. Gehen wir mal darauf, nur theoretisch davon aus, dass jemand aktuell überhaupt nicht die Möglichkeit hat zu trainieren. Ob ich TikTok habe? Nee. Aber witzige Idee. Wenn du mir sagst, warum TikTok für mich wichtig ist, dann überlege ich mir das. Wir gehen mal theoretisch jetzt davon aus, dass jemand nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu trainieren in der aktuellen Situation. Dann heißt es trotzdem, den Fokus auf die Ernährung zu legen. Warum? Viele lassen sich davon verleiten, dass sie sich denken, oh shit,
Wenn ich jetzt nicht regelmäßig trainieren kann, dann ist Essen auch nicht so wichtig. Das richtige Essen, das mache ich ja nur, um mein Training zu ergänzen. Dem ist aber nicht so. Ich kann sehr viel von dem, was ich geschafft habe, nur alleine durch die Ernährung halten. Ja, wenn es ein Abnehmerfolg ist, es ist ja logisch. Na, wenn ich jetzt in den letzten 12 Monaten irgendwie 5 Kilo abgenommen habe, mit Mühe und Not, ja, oder auch 10 oder 20 Kilo, völlig egal. Und ich sage, jetzt auf einmal, jetzt kann ich nicht mehr trainieren, jetzt ist Essen auch nicht so wichtig. Was passiert denn dann? Dann geht es in einen ganz, ganz großen Jojo-Effekt wieder über und schon sind die 5 Kilo wieder drauf. Innerhalb von wenigen Wochen, obwohl ihr euch das vielleicht aber super mühselig erarbeitet habt. Also was mache ich? Ich behalte den Fokus bei der Ernährung, weil die Ernährung mehr als 50%, einige Leute sagen sogar 70, 80% vom Trainingserfolg ausmacht. In dem Fall paradoxerweise, auch wenn es kein Training gibt. Ja? Ganz wichtig. Also darauf achten, wie sind die Kalorien, wie sind die Nährstoffe verteilt. Jasmina sagt, ja, danke, das Problem habe ich gerade. Also ich gehe davon aus, dass ich das richtig verstehe, dass du im Moment in der Situation bist, dass du nicht trainieren kannst, aber das, was du bisher erreicht hast, halten möchtest. Ja, geht natürlich auch andersrum. Geht natürlich auch für diejenigen, die sich mit Mühe und Not neue Muskulatur antrainiert haben und sich jetzt denken, meine Güte, ich kann keine Gewichte mehr heben. Und jetzt brauche ich auch nicht richtig essen. Eigentlich hat ja mein Training das ergänzt, meine Ernährung mein Training ergänzt. Und wo soll jetzt der Muskelaufbau herkommen? Jetzt brauche ich auch nicht mehr vernünftig essen. Genau das ist natürlich nicht der Fall. Denn was passiert jetzt? Wenn ich jetzt nicht mehr trainiere und nicht mehr vernünftig esse, was macht der Körper dann? Er geht an die eigenen Reserven zur Energieversorgung. Im Klartext, er versorgt sich selbst an der Muskulatur, er kannibalisiert sich selbst sozusagen, Daumen hoch von Karl, richtig? Er kannibalisiert sich selbst, um sich mit Energie zu versorgen, weil nicht ausreichend gute Energie über die Ernährung zur Verfügung gestellt wird. Noch mehr im Klartext heißt es, kein Training, scheiße essen, isst gleich Muskeln weg, weil der Körper Energie braucht. Was mache ich also? Ich stelle dem Körper TikTok dient zur Unterhaltung, also finde ich. Ja, dann unterhalte ich in Zukunft vielleicht auch auf TikTok. Dankeschön, Nico. Wenn ich jetzt aber dem Körper die Energie zur Verfügung stelle, die er benötigt, ja, in dem Fall natürlich ausreichendes Eiweiß, hochwertige Aminosäuren, komplexe Kohlenhydrate, gute Fette und Mikronährstoffe, dann hat der Körper alles, was er benötigt, um die Muskulatur an sich zu halten und natürlich für den täglichen Energiebedarf. Ganz klar. Ja? Also deswegen unbedingt darauf achten, dass die Ernährung denn zumindest noch stimmt. Warum ist das so? Dass der Körper die Muskulatur verwendet, die man sich gerade antrainiert hat. Oder vielleicht über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg. Aus einem ganz einfachen Grund. Das, was jemand, der ein bisschen muskulös aussieht, an Muskulatur hat, ist etwas, was er sich erarbeitet hat, über das, was ihm von der Natur hinaus zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, es ist sozusagen unnatürliche Muskulatur. Das klingt jetzt negativ, ist es aber natürlich nicht. Ja, aber wenn der Körper mehr an Muskulatur hat, als ihm eigentlich von der Muskulatur zur Verfügung gestellt wird und dann das Training ausfällt und die Ernährung nicht stimmt, dann denkt sich der Körper, boah, was ist denn hier? Energiequelle? Geil, nehme ich, steht mir jetzt schneller zur Verfügung als zum Beispiel Körperfett. Denn was wäre diese Wunschsituation? Die Wunschsituation wäre natürlich die, dass man sich Muskulatur antrainiert hat, und der Körper denn als Energiereserve die Fettreserven nutzt. Ja, stellt euch mal vor, wie cool das wäre. Ich trainiere eine Zeit lang nicht, ernähre mich schlecht, der Körper denkt sich, ich brauche Energie, geht zuerst an die Fettreserven ran, ich werde definierter, weil die Muskulatur erhalten bleibt. Das wäre natürlich das absolute Utopia hier, meine Freunde. Ja, ganz klar. Dem ist aber nicht so. Wenn dem nämlich so wäre, würde jeder, der nicht regelmäßig trainiert und sich scheiße ernährt, muskulös aussehen und dabei wenig Körperfett haben. Dem ist aber nicht so. Wie ist es nämlich in der Wirklichkeit? Die Leute sind eher so ein bisschen zu so skinny-fettmäßig, ja? Keine Brustmuskulatur, keine Schultermuskulatur, leichten Bauch. Na, schönen Dank. Dafür habe ich nicht jahrelang trainiert, um das jetzt alles in ein paar Wochen zu verreißen. Ja, ich erinnere mich noch an die ganzen Internet-Memes im ersten Lockdown, wo es immer hieß,
so und so sieht meine Leber aus, so krass feiert meine Leber, wenn ich mal einen Tag Homeoffice ohne Alkohol schaffe. Klar, es ist alles witzig und lustig, wenn ich mir hier mal einen Drink zwischendurch mache und so weiter und so fort. Das ist eins, zweimal ganz witzig. Aber das sollte nicht die Standardsituation sein. Nicht für diejenigen, die regelmäßig irgendwie im Sport sind, sich hart was erkämpft haben, ob es ein Abnehmen- und oder Muskelaufbauerfolg ist, nur um es dann in ein paar Wochen wieder komplett das Klo runterzuspülen. Ja, für alle anderen ist es natürlich auch nicht empfehlenswert, ja. Diejenigen, die sowieso schon keinen Sport machen und sich schlecht ernährt haben, sollten das im Rahmen des Lockdowns natürlich nicht noch mehr verreißen. Ganz logisch. Also deswegen, merkt euch das bitte, dass ihr die Wochen jetzt dafür nutzt, um zum einen neue Wege zu finden im Training. Euer Körper wird es euch danken, weil ihr somit neue Reize setzt, den Körper anders fordert. Ja, egal ob das jetzt kardiomäßig irgendwas ist, egal ob das irgendein Intervallkrimskrams ist oder neue Geschichten, wie ihr den Körper in Kraft fördert. Ja, macht mal einfach 4 Sätze, so viele Liegestütze, wie ihr könnt. Ja, der typische Fitness-Dude, der ansonsten nur Kurzhanteln und Langhanteln pumpt, der ballert die Trainingseinheiten natürlich problemlos weg. Aber wenn der mal 4 Sätze Liegestütze macht, jeweils so viele wie er kann, natürlich mit entsprechendem Warm-up vorab, dann hat er eine Muskelkater in Brust, Schultern, Trizeps, wie er ihn seit Jahren nicht hatte. Hundertprozentig. Das weiß ich deswegen, weil es mir vor 2 Jahren selbst so ging, als ich einen reinen Bodyweight-Trainingsplan einfach so mal zur Abwechslung gemacht habe und weil ich es ab und zu mit Kunden mache, die ansonsten auch nur an Gewichten sind. Ja. Nico fragt, welchen Sport machst du, was machst du als Beruf? Also ich trainiere selbst zurzeit ausschließlich Fitness, weil meine Zeit leider auch nicht für mehr reicht. Ich bin aber ein riesen MMA-Fan, also Mixed Martial Arts oder auch aus UFC bekannt. Wenn ich mehr Zeit finde, würde ich damit wieder gerne anfangen. Aber an sich trainiere ich klassisch 2-3 Mal Fitness die Woche. Ja, also wirklich so basic-mäßig Langhand, Kurzhand, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern, Klimmzüge, bla bla bla. Und als Beruf bin ich hauptberuflich Personal Trainer. Also ich mache nichts anderes, außer dass ich 1:1 Termine gebe im klassischen Personal Training vor Ort, aber auch Online-Termine mache oder natürlich auch, was ich hier für euch mache, alles, was online passiert, über den Podcast, über YouTube, über die Online-Plattform und E-Book und natürlich in Zusammenarbeit mit ProFuel, alles, was dort regelmäßig released wird, an kurzen Videos, an langen Videos, an Blogartikeln und so weiter. Ja. Also, ich hoffe, das hat ein kleines bisschen weitergeholfen. Und ja, wer einen Trainingsplan haben möchte, da schicke ich gerne was zu. Oder ich mache mal eine kleine Challenge fertig oder so, ja. Wo ich einfach mal so einen Bodyweight-Trainingsplan zur Verfügung stelle mit entsprechenden Erklärvideos und da einfach mal entsprechend weiterhelfe, sodass man da nicht einfach wie verrückt drauf lostrainiert, sondern da auch entsprechend weiß, was in Bezug auf Aufwärmen, Abwärmen, Mobility, Technik, Auspowern und so weiter zu beachtet ist. Ja, Jasmina, schön, dass du schreibst. Wie gesagt, dann schick mir gerne nochmal eine Privatnachricht oder wie es heißt, Personal Message? Na, du weißt schon, eine Direktnachricht hier bei Instagram und dann kann ich dir das zukommen lassen. Nico auch gerne. Schreibt mir einfach jetzt nochmal kurz direkt eine Nachricht, weil ansonsten, wenn ich das hier schließe und dann das Live-Ding im Anschluss wieder weg ist, dann kann ich das im Nachhinein nicht mehr abrufen. Okay? Also, my friends, nicht schleifen lassen, nicht abfacken, nur weil jetzt 4 Wochen lang hier nochmal sowas ist. Ja, nur natürlich in Anführungsstrichen. Ich weiß, wie krass die Situation für den einen oder anderen ist. Diese Episode hier ist natürlich nur für die, die sich angesprochen fühlen, die sich zeitmäßig dementsprechend ein bisschen einrichten können. Bei wem jetzt aufgrund des Lockdowns natürlich alles zusammenbricht, da ist klar, dass die Priorität nicht auf, was wenn der jetzt für einen neuen Trainingsplan liegt. Ja, das ist mir schon ganz klar. Aber wer die Möglichkeit hat und möchte, aber nicht weiß wie, der soll sich bitte angesprochen fühlen. Und der hat hier hoffentlich möglichst viele Tipps mitgenommen und schreibt mir jetzt nochmal im Anschluss eine kurze Nachricht, sodass wir uns da was Entsprechendes ausmachen können. Ich hatte auch vor ein paar Tagen erst in einer Story gefragt, auf was ihr Bock habt. Ja, ob wir vielleicht eine kleine Facebook-Gruppe machen wollen, ob wir vielleicht eine kleine WhatsApp-Gruppe machen wollen, ja, oder irgendein 1:1-Support oder irgendwas, ja. 1:1-Support würde natürlich was kosten, aber wenn wir eine kleine WhatsApp-Gruppe nur mit ein paar Leuten machen oder eine kleine Facebook-Gruppe, das würde ich natürlich für euch for free machen, ja, um euch da bestmöglich abzuholen, keine Frage. Wie viele Kong Strong trinkst du täglich? also ich trinke tatsächlich immer eins zum Podcast,
Ja, weil ich, weil So ich, viel wie ich Cola Light. ja, genau. Nee, also ich trinke tatsächlich immer ein zum Podcast, wenn ich eine Episode mache. Auch manchmal, wenn ich abends im Homeoffice arbeite, ja, weil ich dann eigentlich einfach ein bisschen im Arsch bin und mich über zusätzliche Koffein und Taurin freue. Und ansonsten so eins, zwei Espresso am Tag oder auch mal zwei, drei. Aber definitiv keine Energy Drinks täglich. Aber wenn jetzt Monster oder Rockstar ankommen und sagen, ja, Herr Stümer, also Sie mal bitte ein entsprechendes Sponsoring fertig machen, dann sage ich natürlich nicht nein. In diesem Sinne, meine Freunde, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich, wenn ihr dabei wart. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Denkt immer dran, geht auch auf profuel.de in die Blogartikel. Ja, schaut, was ich da zuletzt geschrieben habe. Da sind immer noch mal ausführliche Videos dabei. Da könnt ihr auch die verschiedensten Themen noch mal in Ruhe nachlesen. Muskelaufbau, Immunsystem stärken, alles sowas in der Richtung. Okay? Also, schreibt mir noch mal eine kurze Nachricht. Ansonsten habt ihr diese Episode jetzt gleich im Anschluss natürlich direkt im Podcast von Nice und Fit, ich glaube auf unterschiedlichen 10 Plattformen zu finden, Spotify, Apple, iTunes und so weiter. Ansonsten ist das Video, ja, freut mich, Jasmina, vielen Dank. Ansonsten ist das Video hoffentlich im Anschluss bei Instagram noch zu finden. Die letzten Male war es immer weg. Bei Facebook ist es mit Qualität dauerhaft verfügbar. Und in Kürze lade ich auch mal ein bisschen bei YouTube nach. Da kommen dann die Episoden nochmal in Tippi-Toppi-Qualität. Okay? Also, alles Gute und noch einen schönen Abend. Bis dann.